Nachdem ich im letzten Jahr das erste Mal ein gekauftes Cosplay trug, war es an der Zeit, selbst eines anzufertigen. So startete das Kindred Partner Cosplay mit Lulites X3, einer meiner Meinung nach schon sehr erfahrenen Cosplayerin. Und ihr glaubt gar nicht, wie abwechslungsreich und wie viele verschiedene Dinge man für nur ein einzelnes Teil am Cosplay braucht. Allein für eine Maske wird skizziert, geschnitten, erhitzt und mit thermoplastischem Warbler überzogen, mit einem Dremel die Kanten verfeinert und. Wie viel Arbeit und wie viel Liebe in jedes Detail gesteckt wird, habe ich da das erste Mal live komplett mitbekommen. Doch es gibt die, die sich schnell reinfuchsen und Grobmotoriker mit zwei linken Händen wie mich. Doch wieso tun diese Hände sich so schwer? Es gibt etwas, was ich letztes Jahr schon ausprobieren wollte und jetzt mit meinen neuen Kenntnissen probiere. Die Maske von Jin aus Hotarubi no Morie. Wie die Maske und das Cosplay dann geworden ist, seht ihr schon sehr bald im nächsten Video und vergesst nicht, bei Lulites vorbeizuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.